Wir sind weiter auf Kobo unterwegs und wir haben einen Neckar, der uns direkt besucht. Das ist nett von dir. In einem wunderschönen goldfarbenen, naja, Gefieder oder Fell, wenn man es mal so nennen möchte. Wir sollen ja eigentlich nach Jeddah reisen und dort nach unserer alten Freundin Seer schauen. Das möchte ich aber noch nicht. Los geht's, Wir müssen einmal absteigen. Wir meditieren und benutzen die Schnellreisefunktion. Und ich möchte einmal hier... Nee, hier, das ist die falsche Richtung. Das ist auch die falsche Richtung. Ich bin komplett verwirrt, wo wir eigentlich hin müssen. Ah ja, doch, hier. Wir möchten... Hier hin. Hier möchte ich hin. Und zwar dort zu unserem gepanzerten Tronto, wenn ich mich richtig erinnere. Der stand da ja rum. Und da gibt es noch ein neues Gerücht, dem wir nachgehen können. Und ich würde sagen, wir schauen uns mal in der Runde ja noch so ein bisschen um. Mal sehen, wie viel wir jetzt schaffen. Und wenn wir gut vorankommen, können wir ja vielleicht dann uns für die nächste Runde vornehmen. Zum Tront... zum Tronto, sehr schön. Nach Jeddah zu reisen. Wir brauchen... Na gut. Okay. Okay, okay, okay. Ich sehe schon, hier kommen wir nicht so einfach über die Schlucht. Wir nehmen ganz einfach dann den Speicherpunkt hier hin. Dann ist es halt der, ja. Das, ja, genau. Dann kommen wir einfach der Seite. So. Da haben wir jetzt auch nichts verkehrt gemacht. Da kommen wir auch zu dem Punkt, wo das Gerücht ist. Und wir werden direkt überfallen. Hi. Mir ist außerdem aufgefallen, dass wir, ich glaube, die letzten Stunden immer nur eine Art von Lichtschwertstil verwendet haben. Das liegt daran, dass es ja insgesamt 5 Stile gibt. Und 2 vollkommen neue dazukommen. Ich hatte ja die Hoffnung, dass wir die mal sehen, aber bisher sind wir noch nicht so weit gewesen. Ich möchte aber dennoch, damit wir auch so ein bisschen Abwechslung zumindest drin haben, mal den Lichtschwertstil wechseln. Deshalb heute mit 2 Lichtschwertern. Unser 70er Jahre Kerl ist eigentlich grundkräftig dabei. Ja, immer noch nicht toll. Ne, da hast du recht, das ist es nicht. So. Irgendwo hier, genau vor uns. Findet sich etwas. Eigentlich ist es hier. Enthülle das Geheimnis der Schlucht. Und mit Schlucht ist konkret das hier gemeint? Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist tatsächlich das hier gemeint damit. Und um das konkreter zu verfolgen, brauchen wir, glaube ich, noch eine Fähigkeit. Ich bin mir nicht sicher. Es kann zumindest sein, dass wir nur eine Fähigkeit brauchen. Und dann hat sich das Ganze so erledigt. Wir benutzen dennoch den Fahrstuhl. Ich glaube fast, dass wir nicht diese Schlucht meinen. Ei. Das. Der lebt noch. Ach, guck. Okay, vorsichtig ausgedrückt war der Start recht holprig. Aber okay, wir haben 2 Lichtschwerter, wir müssen uns erst daran gewöhnen. Und das geht manchmal nicht so einfach. Das geht meistens mit ein bisschen Übung besser, da haben wir unsere Übung. Umgefallen.
Irre. Okay. Das lief zumindest nicht ganz verkehrt. Wir haben hier die Möglichkeit, nach oben zu steigen. Wir haben hier die Möglichkeit, hochzusteigen. Das große Problem ist, dass die Schlucht wahrscheinlich gar nicht damit gemeint ist. Könnte ich mir zumindest vorsichtig vorstellen. Kann ich mir zumindest vorsichtig vorstellen, dass die Schlucht damit nicht gemeint ist. Wir probieren es dennoch. Ob wir nicht vielleicht hier irgendwas finden. Und wenn das nicht der Fall ist, dann ist ganz klar dein... Nee, hier geht es wieder hoch zur anderen Seite. Okay, naja, aber das müssen wir ja sowieso machen. Gut, dann reden wir davon, dass wir noch eine Fähigkeit brauchen, um die Aufgabe zu lösen. Und dann ist es erstmal so, bis wir die Fähigkeit gefunden haben, die wir dafür verwenden können. Naja. So, wir gehen wieder in die Schnellreise rein. Wir halten uns diesmal nicht so sehr an dem auf. Wir haben hier hinten noch verschiedenste Punkte. Verschiedenste Punkte, wo ich noch nicht ganz weiß, wie wir da hinkommen. Wie komme ich denn zum Beispiel zu dem Punkt hier? Hier sind wir bei Pailun Saloon. Ich würde sagen, wir kehren wieder zurück zum Außenposten. Damit haben wir im Grunde einmal ein... komplette Rotation um 360 Grad gemacht und sind jetzt wieder da, wo wir vorhin angefangen haben. Aber das Schöne ist, du kennst dich auf Kobau aus, oder? Unser Neckar ist noch da. Gut. Wir müssen hier rein und wir können hier rein. Da gibt es da hinten anscheinend einen Eingang. Na dann. Auf geht's zum Eingang. Halt. Falsche Taste. Sind wir richtig? Wir sind dran vorbeigerannt. Oh, schön. Und zwar da hinten. Wir haben ja eine Menge Killerhühnchen. Die lasse ich mal links liegen. Auch wenn die das anscheinend gar nicht so lustig finden. Ja, und jetzt sind wir richtig. Jetzt sind wir richtig und jetzt hier hinten rechts. Perfekt. Der Erntekahn. Oh. Hör doch mal auf. Wir haben einen Fähigkeitspunkt erhalten und wir haben ein neues Gebiet gefunden auf Kobo. Den Erntekamm. Und wir haben, glaube ich, unsere beiden Geräuschexperten gefunden. Oh ja. Wegen der Geräuschkulisse hier? Hallo zurück. Ich habe gehört, hier oben sammelt jemand Audio-Samples. Genau, Mann. Didi ist begeistert von den Rufen dieser Gleiter. Klingt großartig. Weißt du, Pailun Saloon unten im Außenposten braucht dringend etwas Live-Entertainment. Vielleicht keine schlechte Idee. Didi schwört, dass ihn eine der Bestien schon schief angeschaut hat. Okay, einverstanden. Wir sehen uns im Außenposten. Man sieht sich. Wir haben Ash Javi gefunden. Ash ist als DJ in den größten Hallen auf Coruscant aufgetreten, legt nun auf Kobo eine dringend benötigte Pause ein und samplet die einzigartigen Geräusche des abgelegenen Planeten. Aha. Und Ash hat noch einen... Kumpadre, nämlich Didi EC. Ashs Partner Didi EC lässt in der Kantina die beste Musik der Galaxis erschallen. Ah ja. Didi und ich schließen hier oben nur noch unsere Arbeit ab. Ganz ruhig, Didi. Ich hetz dich nicht. Okay. Das hat sich ja zumindest schon mal gelohnt. Wir haben hier hinten aber noch mehr neue Gebiete. Und vor allem gibt es hier tatsächlich noch Gebiete, die wir so gar nicht begangen haben. Wir müssen uns entscheiden, rechts oder links. Wir gehen einmal rechts. Wir nehmen den Samen mit. Wir sollten diese Samen zum Garten bringen.
Haben wir. Und dann haben wir hier ein riesiges Flussbett. Und da unten steht jemand. Oha. Na dann. Flussbettwache. Ich kenne dich. Du bist ein Freund von Grease, richtig? Ja. Falls er nach den 50 Kredits fragt, die ich ihm vielleicht schulde, sag ihm, ich habe den Planeten verlassen. Ich denke, da halte ich mich raus. Wenn du für Fremde nicht lügst, für wen denn dann? Na, für Fremde zu lügen ist irgendwie... naja. Sie sind nicht autorisiert. Systemschaden. Wer von Hühnchen angegriffen? Nimm dies Hühnchen. Okay. Was bist du denn? Versuchst du hier wegzulaufen? Ah ja. Wir haben einen Schrottsammler-Druiden gefunden. Diese furchtsamen, gierigen Druiden sind überall dort ein vertrauter Anblick, wo sich zurückgelassenes Material bergen lässt. Ursprünglich sollten sie vermutlich ihren Besitzern wertvollen Schrott bringen, aber jetzt horten sie selbstständig alle Wertgegenstände, die sie mit ihren schmutzigen, mechanischen Händen finden. Schreckhaft läuft bei der geringsten Bedrohung davon. Widersteht allem außer körperlichen Angriffen, indem er versucht, sich einzugraben, um zu entkommen. Aha. Naja, der ja ist ja jetzt nicht so weit gekommen. Wir nehmen das Echo mit. Das war's. Versuch das mal. Nicht übel, was? Ich fühle mich großartig. Das war's. Sieht aus wie neu. Fast. Die Klonkriege waren schließlich nicht erst gestern. Haben wir gewonnen? Nein. Oh nein. Sehr schön. Kampfdruiden-Blues. Syxosa sagt nicht nein, wenn es ums mechanische Tüfteln geht. Sie hat schon Dinge repariert, von denen sie lieber die Finger gelassen hätte. Zum Beispiel alte Kampfdruiden der Separatisten. Wir sind hier hinten in einem komplett neuen Gebiet und ich würde mich einmal gerne umschauen. Wir heilen uns mal, damit sich unser Tooltip ein Stück weit entspannt. Und hier scheint jemand zu grillen. Ah ja, sehr schön. So eine gemütliche Grillrunde also. Finde ich gut. Hi. Wir haben 8 Millionen Möglichkeiten, wo wir jetzt hier hingucken können. Und eigentlich überhaupt gar keine, ich sag mal, keinen Auftrag für hinten. Wir nutzen das dennoch gleich. Ich möchte noch einmal jetzt hier hoch nochmal gucken. Gibt es hier irgendwas, was wir mitnehmen müssten? Hier irgendwie was? Erstmal nicht. Wir laufen einmal zurück. Und steigen einmal auf unseren Flugzeug. Ich würde sagen, da gerade hin. Das sieht ganz gut aus. So. Dankeschön. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. In der Lavaspalte. Aha. Wollte ich hier hin? Ich kann mich nicht entsinnen, dass ich hier hin wollte. Aber jetzt bin ich schon mal da, also. Mein Gott. Oha. Und durch. Wir nehmen den Meditationspunkt mit und wir haben die Möglichkeit, Fähigkeiten zu trainieren. Das machen wir auch. Ich würde einmal gerne in unsere Machtfähigkeiten reinschauen. Da haben wir nämlich auch noch so das ein oder andere, was wir mitnehmen könnten. Achso, das sind wir sowieso schon die ganze Zeit drin. Sehr schön. Und zwar zum Beispiel hier das Zwillingsmagnet, unerbittlicher Magnet in der Telekinese.
sind so einige Sachen. Das ist die Jedi-Konzentration, längeres Festhalten, das ist auch sehr schön, größeres Festhalten. Ich würde, das ist, achso, da würden wir einmal so einen Magneten erschaffen. Ach, komm, wir nehmen das mal. Was kostet die Rede? Oh. Wir haben also die Möglichkeit, mit L2 und R2 Leute an uns heranzuziehen. Und wir haben hier die Möglichkeit, die Leute wegzuschubsen oder hier die Leute weiter heranzuziehen. Genau, um ein zweites hier heranzuziehen. Na gut, das ist jetzt nicht ganz so relevant. Wir nehmen mal noch das, Verlängern von Verlangsamen. Größeres Festhalten. Dadurch sind unsere Gegner, wenn wir dann die Spezialfähigkeit einsetzen, ein Stück weit länger verlangsamt. Wir haben hier unseren freundlichen Vogel. Hi. Wie hieß er? Piazza? Und da war... Ich hab's gesehen. Da war tatsächlich... Ach, da hinten. Da hinten. Okay, wir können anscheinend nicht so einfach hier weiterkommen. Na gut. Hätte ja sein gekonnt. Wir gehen einmal hier durch die Höhle. Ich sehe gerade, wir haben uns nicht ausgeruht. Ist vielleicht auch nicht so relevant. Naja, zumindest weiß ich ungefähr jetzt, wo wir sind. Wir hätten das Ganze also auch ohne den Flugsaurier erreichen können. Aber hey, wozu die Anstrengung? Sehen wir uns das mal an. Ein Neko im Käfig. Als die Bedlam Raiders nach Kobo kamen, übten sie in der Hoffnung auf schnelle Credits Druck auf die örtliche Wirtschaft aus. Sie wollten zunächst Neko als Packtiere verwenden, hielten sie dann aber angesichts der umgerüsteten Technologie ihres neuen Lucro Hulk für unrentabel. Auf die Idee, die damit überflüssig gewordenen Tiere freizulassen, kamen sie jedoch nicht. Ja, dann machen wir das. Wie? Nein, ich will die hier befreien. Kann ich die denn nicht befreien? Ich habe ein Laserschwert. Ich werde doch wohl mit diesem Laserschwert durch dieses Metall... Lass mich los! Bist du okay? Er ist tot. Ich muss hier weg. Dunkle Wasser. Turgle und ein Raider geraten versehentlich in eine Auseinandersetzung, deren Folge ein Fleck auf Turgles Gewissen ist, der sie nicht so einfach entfernen lässt. Ach du Gott, Turgle hat jemanden umgebracht? Ich dachte mir schon, dass eigentlich Turgle der Endgegner in diesem Spiel ist. Gefunden. Ein Priorit-Klumpen, den nehmen wir natürlich gerne mit. Und dann gehen wir anscheinend hier durch. Hi! Du machst gar nichts, außer hier runterzufallen. Okay. Wir gucken einmal auf die Karte. Wir haben hier unten einen Speicherpunkt. Wir sind hier gelandet. Wir haben hier oben noch Ecken, die wir begehen können. Also es gibt noch so viel zu erkunden. Wir sind wieder an der Flussbettwache. Und da oben ist tatsächlich eine Art von Speicherpunkt. Müssen wir einmal ein Neko besteigen. Komme ich da hoch? Wie komme ich da hoch? Neko, wie komme ich da hoch? Komme ich hier überhaupt mit dir hoch? Das ist die Frage, Neko. Reichst du uns? Jetzt. Ja.
So war es tatsächlich. Dankeschön. Kumpel, hier rüber. Eigentlich wollte ich ja gerade was scannen. BD1 hat etwas gefunden. Ich seh nach. Ja, zeig mal her. Kriegsherrenstandarte. Eine zerbrochene Standarte, die darauf hinzudeuten scheint, dass dieser Turm einst unter dem Kommando eines gewissen Kriegsherrn des Turms stand. Dass so ein Name ursprünglich einem Badland Raider gehörte, ist angesichts ihrer Unterwürfigkeit gegenüber Ravis unwahrscheinlich. Aha. Wir haben einen neuen Punkt gefunden. Flussbettwache. Und ich würde sagen, wir ruhen uns zumindest mal einmal aus. Komm schon, Kumpel. Dann schalten wir hier die Abkürzung frei. Und gehen einmal in den Turm. Hier ist eine Werkstatt. Ein paar Modifikationen können nicht schaden. Nein. Gerade nicht notwendig. Ich wollte nur mal schauen. So. Wir gehen langsam aber gemütlich den Turm hinauf und haben jetzt hier schon einen sehr, sehr schönen Ausblick. Hi. Hallo. Dämisch hat uns. Ja. Das nenne ich doch mal. Das sind ziemlich viele Wachen auf einem Turm, auf dem es eigentlich gar keinen Grund gibt, dass so viele Wachen da sind. Und hier sind sogar noch mehr. Okay. Gut, wir sind oben. Das ist die erste Nachricht. Wir können hier etwas scannen. Ihr habt gut gekämpft, aber mir habt ihr nichts entgegenzusetzen. Das ist mein Turm. Was willst du? Dir etwas anbieten. Einen Vorschlag. Eine ausgehandelte Allianz. Die Badland Raiders wurden aus vielen unterschiedlichen Gruppen von Banditen, Kriminellen und Söldnern gebildet. Ravis hat sie nacheinander rekrutiert, mit schönen Worten und blutgetränkter Überzeugungskraft. Ah ja. Wir schalten einmal den Abkürzungspunkt frei. Und dann schauen wir mal hier rein. Ich höre eine. Oh. Ich wollte gerade sagen, ich höre in Form von. Wer Priorit? Wie viel kriegen wir wohl bei Doma dafür? Naja, so ein bisschen. Ich höre irgendwo eine Kiste, die ein Signal sendet. Da ist sie. Und wir haben einen Haarknoten gefunden. Oh Gott. Ach, oh Gott. Nein. Nein, nein, danke. Komm hier hoch. Können wir nicht. Aber wir können ja rein. Hier gibt's nochmal einen Roboter.
Wir haben unsere Gesundheit weiter erhöht, das finde ich sehr, sehr schön. Soweit, so erfolgreich haben wir diesen Turm hier bestiegen und auch eigentlich damit beendet. Wir können jetzt zu verschiedenen anderen Punkten fliegen. Einer, der mich noch interessiert, ist tatsächlich da drüben. Warum interessiert er mich so sehr? Weil ich da die Hoffnung habe, dass wir vielleicht sogar noch höher kommen. Und da oben irgendwo scheint ja auch dann noch ein weiterer Punkt für Gerüchte zu sein. Die große Frage ist, wie kommen wir darüber? Das hier scheint eine Art Basis zu sein. Und da drüben, hier gibt es einen Punkt. Hier gibt es tatsächlich in irgendeiner Form eine Art Punkt zum Hochfliegen. Den brauchen wir vielleicht aber dann auch gar nicht. Wir nehmen unser Flugsaurier. Und dann mache ich eine Kehrtwende und wir fliegen einfach hier rüber. So, und dann sind wir auch da, wo wir hinwollen. Und der ist mir doch tatsächlich beinahe abgestürzt. So, wir haben auch hier nochmal eine Abkürzung freigeschaltet. So. Wir sind jetzt auf dem besten Weg hier runter. Und wenn wir hier unten sind, können wir einmal in dieses Gebiet gehen. Das Gebiet haben wir ja noch gar nicht erobert oder erkundet. Und die großen Gerüchte liegen eigentlich hier hinten. Das heißt, wir gehen aber hier runter. Und wir werden uns umschauen da unten und werden schauen, ob wir nicht irgendwie noch eine Art Querverweis oder irgendeine Form von Hinweis bekommen, was hier ist. Ach ja, wir sind hier wieder beim Erntekamm. Ach so, na gut. Erklärt sich ja dann eigentlich von selbst, wo wir sind. Hier haben wir uns noch gar nicht alles angeguckt, denn wir sind vorhin damit stehen geblieben, dass hier unsere... Es ist okay. Musikexperten lauerten. So. Sehr schön. Wo wollen wir das hinpacken? Da wollen wir es hinpacken. Hi. Hey. Freut mich auch, dich zu sehen. Da ist noch mehr Perlen. Wir haben einen Bockling gezähmt. Ja, hallo. Das klingt nicht sehr freundlich. Kell wagt sich weiter in die Höhle. Und irgendwie, zumindest... Oh. Habe ich das Gefühl, dass wir in ein Problem rutschen. Wir sind in den modrigen Tiefen. Okay. Um ehrlich zu sein, da wollten wir jetzt nicht direkt hin. Wir wollten eher an der an der Oberfläche verbleiben. Aber okay. Wenn wir schon mal da sind, dann gucken wir uns auch die modrigen Tiefen an. Diesmal habe ich gemerkt, dass du da bist. Also Pech gehabt. Wo muss ich mit dir hin? Wo muss ich mit dir hin? Ah. Okay. Da fehlt was. Wir brauchen etwas zum Festhalten. Oh, der hat Au. Das ist ein Lager von denen, oder? Gut, jetzt ist es ausgerottet. Wir haben einen Neckar befreit hier unten. Ich hoffe, der ist jetzt ein bisschen entspannter damit. Sie Kandidaten von dieser Disk auslesen. Wir haben eine Datendisk gefunden, umso besser.
Wir brauchen ja 10 Datendisks, um einen neuen Bonus-Slot freizuschalten. Ach, hier sind wir von der anderen Seite. Das ist ja wunderschön. Das ist ja toll. Und wir haben hier unseren Neckar. Ich glaube, den müssen wir mitnehmen. Alles klar. Und los geht's. Komm mit. Und ich glaube fast, dass wir den brauchen. Ich reite den mal hier einmal nach oben. Und lass den hier grasen. Wir können ja von der anderen Seite das Tor öffnen, indem wir daran ziehen. Wir können es noch nicht festhalten, weil eine Halterung für diesen Kabelzug nicht da ist. Deswegen würde ich meinen, wenn wir jetzt hier oben zurückkehren. Wir gucken noch einmal hier in die Höhle. Ist hier irgendwas drin? Wenn wir hier oben zurückkehren. Können wir hiermit unseren, kleinen Freund rausholen. Genau so. Perfekt. Wir können einen aufstellen. Oh. Und wir sind oben. Achso. Ich wollte gerade sagen, wir sind noch nicht oben. Aber wir haben zumindest einen Weg nach oben. Achso. So. Hier ist nichts weiter. Ziel gesichtet. Wie Ziel gesichtet? Ach da. Hi. Oha. Wir haben eine Abkürzung freigeschaltet. Scheune. Was die Prospektoren wohl da drin aufbewahren. Und wir haben eine Scheune gefunden. Und was es mit dieser Scheune auf sich hat, das finden wir im nächsten Video raus. Wir erkunden langsam immer weiter das Gebiet. Und es gibt doch so viel zu erkunden. Würde ich sagen, wir machen jetzt hier einmal einen Cut und sehen uns gleich wieder. Bis dann!